Ja, liebe Freunde, jetzt willkommen zurück hier zu The Pedestrian, also dem Fußgänger. Ich glaube, in Zukunft werde ich das nicht mehr übersetzen. Das nervt ja ein bisschen. So, wir müssen jetzt hier den linken Bereich machen, das letzte, und danach können wir quasi. Ja, oh, wir können erstmal noch. Das ging ja eben nicht. Wieder reinkommen, genau. Ich habe es irgendwie ein paar Stunden nicht mehr gespielt. So, jetzt müssen wir erstmal hier hochkommen. Das bringt natürlich erstmal nicht viel. Das Ding hat erstmal Strom, aber mehr auch nicht. Wenn wir hier runtergehen. Nichts. Wir müssen also noch irgendwas hier dran packen. Wahrscheinlich das Teil, was wir im linken Bereich finden. Gehen wir erstmal hier rein. Und das sieht wieder ganz, ganz wild aus. Also rausgehen und erstmal einen Überblick verschaffen. Wir haben hier unten eine Tür, die nach links geht. Nach rechts, Entschuldigung. Da hatten wir nur diese eine Möglichkeit, nee, zwei Möglichkeiten. Dann haben wir da drei sogar. Also eine von diesen beiden können wir da dran klatschen. Von diesen dreien. Frage ist natürlich, welche. Dann haben wir Treppen, die nach unten, also eine Leiter, die nach unten geht. Da passt nur das hier dran. Ja, oder der hier. Da wir mit dem Teil aber nicht da oben gehen können. Wir müssen es irgendwie zum Ausgang kriegen. Ne? Wir müssen also irgendwie. Der Ausgang ist hier. Wir müssen. Das Ding können wir ganz normal fahren, ist klar. Benutzen und mitnehmen. Brauchen aber eine Leiter, die nach oben geht. Um da hinzukommen. Leiter, die nach oben geht. Da haben wir nicht so viele von. Die bringt aber erstmal gar nichts. Wir brauchen eine Leiter, mit der wir auch von unten kommen können, damit wir nach oben können. So, und das wäre. Es gibt nur diese eine. Also wirklich von unten nach oben irgendwie hinkommen, tut keine dieser Leitern, ne, oder? Zu hoch. Diese würde gehen. Das muss auf jeden Fall hier dran, ist klar. Den Sprung ist es ausreichend. So, das haben wir. Jetzt die Tür, die nach links geht. Dafür hätten wir. Diese hier sind möglich. Die hier geht nicht, weil es zu hoch. Die hier geht auch nicht, weil ist also. Die würde gehen. Ich muss alles ein bisschen nach links verschieben, weil ich mir noch einen Platz brauche. So, eine Leiter, die nach oben geht. Wieder. Das heißt, es bietet sich aber mal da, glaube ich, nur diese hier an. So. Haben wir eine Tür nach links. Eine Tür, die von rechts kommt, nehmen. Das heißt, den oder den. Oder den. Aber da können wir nicht hochhüpfen. Das heißt, das ist einer der. Ne? Genau. So. Diese beiden. Das ist das gleiche. Also ist eigentlich scheißegal, was von beiden wir nehmen. Zack. Dann die Leiter von unten nach oben. Das heißt, der hier sehr wahrscheinlich. Oder der würde auch gehen. Es bietet sich beides an. Ich tippe aber auf das hier. So. Dann nehmen wir nämlich das in Chip mit. Gehen in diese Tür. Zack. Kommt von hier nach. Geht das so überhaupt? So.
Und durch diese Tür kommen wir dann hier raus. So. Holla. Ich hoffe, ich habe jetzt komplett richtig überlegt. Wenn nicht, tut es mir leid. Ich habe jetzt übrigens mal Vulkan aktiviert. Guck, ob es damit einigermaßen gut läuft oder nicht. Aber es scheint zu gehen. Es ruckelt ein bisschen. Ich werde beim nächsten Take wieder auf OpenGL umschalten. Es ruckelt mehr als mit OpenGL. So, wir haben es. Man muss nur ein bisschen überlegen und aus ja, Möglichkeiten, die nicht Gabe sind, aus. Das ich denke, das ist auch mit in den Gameboy rein, ne? So. Ziehen da oben jetzt auf? Ja. Tada! So, gab ein Achievement. So, jetzt hier wieder ab nach oben. Boing! Auch ehrlich jetzt. Komm her. So. So. So sind wir im Fahrerhaus, im Führerhaus. Boah, bei unserer Zeitung gab es letztens so einen heftigen Bericht in der Zeitung, weil jemand hat auf sein LKW-Führerhaus geschrieben. Und dann haben die sofort irgendwelche rechten Tendenzen anrichten wollen. So, wo sind wir jetzt hier? Oh, jetzt sind wir hier. Das sind drei Schalter. Eins. Zwei. Okay, ich muss irgendwie auf 199 kommen. Ach, wir können hier zählen lassen. Okay. So, und jetzt wahrscheinlich hier oben anschalten, oder? Jo, ist fett die Bahn. Ah, ruckelt jetzt aber schon ganz schön. Also wenn dieser Take vorbei ist, diese Episode, dann werde ich wieder umstellen auf OpenGL, sagt ja schon. So, jetzt sind wir fertig. Nächsten Bereich. Boing! Oh, über die Z Nein! Ich finde es übrigens gut, dass es nicht nur Rätselpassagen gibt, sondern auch zwischendurch einfach mal wie dieses hier, diese Bereiche eingeschaltet werden, wo man einfach nur durchlaufen muss, wo man so ein bisschen. Was ist das? Ah, ich verstehe. Wir müssen. Oh, jetzt arbeiten wir hier in mehreren Ebenen, ja? Okay, hier das Ganze nochmal. Also jetzt wird ihm diese Mechanik erstmal kurz ein bisschen beigebracht. Halt, das sollte ich vielleicht mitnehmen. So. Komm her. Das Tor hier auf.
Okay, wie komme ich da hoch? Ach, Moment, muss ich erstmal. Oh mein Gott! So. Muss da ganz oben kommen. Ja? Irgendwie. Um da ganz oben hinzukommen. Weiß ich gerade gar nicht, wie das gehen soll. Wir können hier nichts übereinander legen. Das geht nicht. Wir müssen mit den Türen arbeiten. Und wir können hier, die Dinger sind auch fest, wir können die Türen nur verbinden. Ach halt, dieser Schalter, der hebt hier irgendwas hoch. Oder aktiviert das Sprungfeld, das kann auch sein. Okay, okay, okay. Das ist auf jeden Fall zu hoch. Entweder müssen wir also den nehmen. Und dann den. Und da. Ich weiß nicht, ob das so klappt, aber. Was habe ich jetzt aktiviert? Ach, den hier unten. Das habe ich hier unten aktiviert. Tada. So, da ist ein Schlüssel. Habe ich im Fett. Ne, kann ich jetzt machen. Hier, okay, weiter. Hier ist auf jeden Fall ein Abfluss von unten. Braucht man Schlüssel, um da ranzukommen. Und hier ist nichts, wo was ich ihm wieder hinschieben könnte. Wir gucken einfach mal, wo es jetzt hier hinführt. Oh, hallo. So. Ja. Kommen wir rüber. Wo führt der denn hier hin? Ach, der hier führt in den Gameboy rein. Okay, klar. Dann. Ach, ist wieder ein Hub, ja? So, jetzt müssen wir hier arbeiten mit. Ah, so kann ich nicht draufstehen. Angeschaltet geht das. Okay. Schlüssel geholt. Damit würde diese Tür hier aufgehen. Moment mal. Ich kann auch so zurückgehen, oder? Nee, ich komme hier nicht vorbei. Muss ich das hier öffnen? So, und hiermit machen wir genau die Brücke, machen wir damit. An. Oh Gott. Es wird immer komplexer hier. Und immer mehr Ebenen. Hier kommen wir durch. Hier müssen wir jetzt wieder rum. Oh Gott, hier müssen wir hier rummasteln wieder. Entschuldigung. So. Tür nach links. Davon haben wir natürlich viele. Tür nach rechts. Wir haben davon mehrere. Die würde gehen. Wenn ich das hier benutze, haben wir zumindest noch einen Schlüssel.
Was uns das bringt, weiß ich noch nicht. Da haben wir aber einen Schlüssel. Wo brauchen wir den Schlüssel überhaupt? So. Die Tür geht nach Dingens. Rechts. Das Dingen ist dafür da, um uns hoch zu pushen, wahrscheinlich. Das heißt, da müssen wir hier von unten dran mit Sicherheit. Da können wir den Schlüssel ja auch mitnehmen in sowas. So. Dann geht's nach links. Genau, dann gehen wir hier am Schlüssel vorbei. Ach, wir mit. Nein, das geht ja gar nicht. Wir müssen erst diesen Fahrstuhl anschalten, ne? Muss wir eben testen. Geht der Fahrstuhl so auch schon? Ne, den müssen wir. Ja, den müssen wir erst zurück, zurück. So, Reset. Als erstes müssen wir den Fahrstuhl anschalten. Das geht hier. Ich muss hier erstmal aufräumen hier. Damit. Gut, ich komme mal ganz einfach. Dann schalten wir hier erstmal. So, den scheiß Fahrstuhl an. Der ist dann an. Aber da unten das Ding ist, geht davon aus, dass wir eher so kommen müssen. Der ist auf jeden Fall aktiviert. Das heißt, er wird pusht zumindest hier hin wahrscheinlich so lang kommen. Dann können wir links und rechts gehen hier. Wahrscheinlich, um zumindest irgendwie Dinge hier mitzunehmen, dass wir irgendwo brauchen werden. Mal hier. Okay, jetzt auf jeden Fall gehen wir dann hier hoch. Ich probiere es mal selber aus. Okay, das geht. Schalte dann was an. Okay, der schaltet den Fahrstuhl ein. Den hier. Das ist so ein bisschen Kacke, ne? Gut, das heißt also, wir brauchen den. Irgendwo, wo wir rein und raus können. Weil das hier ist eine Einbahn. Situation. Da gehen wir nur rein, um das Ding anzuschalten. Mehr macht man hier nicht. Es sei natürlich, man kommt von oben, aber dann hat das hier irgendwie wenig Sinn. Oh Leute, das ist schwieriger als ich dachte. So, mach hier mal. Und wofür ist das hier? Gut, hier kann man dann laufen. Und? Toll. Wahrscheinlich soll man hier rüber gehen. Das geht dann nämlich sonst nämlich nicht. Wenn das Ding da ist, kann man darüber laufen und hier unten weitergehen. Aber um das anzuschalten, braucht man einen Schlüssel. So, Tür nach rechts. Das hier wäre. Du hast den Schlüssel, willst du hier auch geben? So, hier machen wir den Fahrstuhl an, den Schlüssel holen. Und dann geht's nach links der Tür.
So, ich gucke mal, dann kann man doch hier. Ah. Brauch mehr Platz. So, wisst ihr, haben wir den Schlüssel? Können wir mit nach oben fahren? Können hier dann durch? Weiß ich, wenn das hier nicht ganz erschließt. Als auch eigentlich egal ist. Und nach oben gehen oder von oben nach unten, oder? Ist doch eigentlich Jacke die Hose, oder? So. Wir gehen rein, der Fahrstuhl ist aktiviert. Dann gehen wir hier rum. Den Schlüssel nehmen wir mit. Dann gehen wir hier durch. Schalten den an, dann können wir zurückgehen. Hier hops. Fahrstuhl rein, zurück, hier rein, uns hier runterhangeln. Das Ding ist dann an. Dann können wir. Ne, wir können nicht hier rüber springen. Ne, wir brauchen den, ne? Wo ist überhaupt der Ausgang? Ach, der ist da unten, genau. Ne, den sollen wir. Probier's mal. Dann. Der Fahrstuhl ist dann auch an. Ich glaube so. Ich glaube so. Okay, der fährt da ganz oben. Das war jetzt von mir nicht so eingeplant. Okay, komplett neu nachmachen, nochmal nachdenken. Wieder ein bisschen erkältet, tut mir leid. Nochmal resetten. Mir war nicht klar, dass man da ganz oben fährt. Das heißt also, wir müssen es irgendwie anders lösen. Wir müssen eben von rechts kommen. Und da bietet sich dann nämlich. So, zack. Der Fahrstuhl ist aktiviert. Gehen hier rein. Gehen hier rein. Der Fahrstuhl ist dann ja hier oben. Gehen hier rein, holen Schlüssel. Kommen wir dann von links. Gehen hier rein. Schlüssel haben wir mitgenommen. Gehen hier rein. Legen den Schalter um. Der ist aktiviert. Gehen wir wieder zurück. Hier runter, hier rüber. So. Nochmal. So. Können wir Schuss auch mitnehmen? Wir haben da hinten, Moment mal, wir haben da hinten noch so ein Ding gehabt. Wir nichts machen konnten, weil die Tür verschlossen war. Wo geht's denn hin, wenn ich hier durchgehe? Ach, ich komme gar nicht da durch. So, Schalter umlegen, der andere Fahrstuhl ist aktiv. Oh, bang. So, anschalten. Schon einer von den Entwicklern, der sich da hinten verewigt hat auf dem Bild. So, das ziehen wir jetzt hier durch. So, das Ding haben wir jetzt auf jeden Fall.
um hier hochzukommen. Wahrscheinlich. Oder um hier wieder mit zurückzukommen. Ja, um hierher zu kommen wahrscheinlich. So, auf jeden Fall können wir jetzt weiter nach oben gehen. Hier müssen wir noch einen Schlüssel holen. Eine Kabeltrommel. Und noch irgendwas da oben. Also wieder ein bisschen was zu tun. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, liebe Freunde. Ich bin raus. Tschüss.